Wenn man einen Würfel hat wie diesen hier und der hat sechs verschiedene Seiten, können diese Zahlen alle rauskommen. Wir würfeln jetzt ein paar Mal und ich erkläre dir dann anhand der Ergebnisse, was diese Begriffe bedeuten. Wenn eine 4 kommt, mache ich einen Strich bei der 4. Diese Zahlen, die ich jetzt hier bekommen habe, das nennt man eine Strichliste. Und wenn ich jetzt noch genau hinschreibe, wie oft das vorgekommen ist, das heißt, wenn ich das als eine normale Zahl hinschreibe, also hier die 1, hier die 4, die 2, die 1 und die 3, dann sind das hier die absoluten Häufigkeiten. Das heißt, die Anzahl, wie oft ein Ergebnis vorkommt, nennt man absolute Häufigkeit. Wie oft habe ich insgesamt gewürfelt, kann ich daran erkennen, wie viel es ergibt, wenn ich die absoluten Häufigkeiten zusammenzähle. Also 1 und 1 sind 2, 4 drauf sind 6, 8, 9, 12 Mal. Wenn ich die relative Häufigkeit ausrechnen möchte, muss ich jetzt nur die absolute Häufigkeit nehmen, 1, und sie ins Verhältnis setzen zu der Gesamtanzahl, 1 durch 12. Das kann ich bei jeder Zahl so machen. Und wenn ich das jetzt hier ausrechne mit dem Taschenrechner, sieht das wie folgt aus. Gibst du ein 1 geteilt durch 12? Ergibt das 0,0833. Und wenn ich das in Prozent umwandeln möchte, verschiebe ich das Komma um 2 Stellen nach rechts, also hier 2 Stellen nach hier hin, 8,33%. Hier kommt natürlich das Gleiche raus. 4 durch 12 ergibt das hier. Das sind 33,33%. 2 geteilt durch 12 ergibt 16,66. 1 durch 12 haben wir schon. Und 3 durch 12 ist 0,25 oder genau 25%. Warum macht man das mit den relativen Häufigkeiten? Wenn sie so in einer Liste stehen, kann man schlechter vergleichen, wie oft eine bestimmte Zahl vorgekommen ist. Das ist gerade dann der Fall, wenn die Zahlen höher werden oder mehr voneinander abweichen, wird es schwierig, es ins Verhältnis zu setzen. Oder wenn die Ergebnisse nicht nur 6 Stück sind, sondern auch mehr davon. Was beim Würfel jetzt nicht geht, aber bei anderen Zufallsversuchen durchaus. Wenn ich das in Prozent umwandle, kann ich jetzt diese Zahlen besser miteinander vergleichen oder mit anderen Zufallsversuchen auch vergleichen, wie häufig eine bestimmte Zahl auftritt. Jetzt siehst du, dass die relativen Häufigkeiten überhaupt nicht gleich sind, obwohl beim Würfel alle diese Seiten gleich wahrscheinlich sind. Dieses Wort wahrscheinlich kennen wir aus dem Alltag und diese Wahrscheinlichkeit kann man ausrechnen. Die Wahrscheinlichkeit rechnet man so aus, dass man sagt, okay, wenn ich ein bestimmtes Ergebnis haben möchte, also eine Seite von dem Würfel, und teile die durch die Gesamtanzahl der Möglichkeiten, also 6. Die Rechnung ist also sehr ähnlich zu der von der relativen Häufigkeit. Dann kriege ich raus 16,66%. Diese Wahrscheinlichkeit erwartet man vorher schon, weil die kann man, ohne den Versuch durchgeführt zu haben, ausrechnen. Das hat ja hiermit mit meinen Würfelergebnissen noch gar nichts zu tun. Wenn ich dann aber würfle, passen diese Zahlen nicht mehr zu dieser Zahl. Allerdings passiert etwas Interessantes, wenn man diesen Versuch nicht nur 12 Mal macht, sondern sehr häufig.
Und das zeige ich dir jetzt. Hier sieht man jetzt, dass die Wahrscheinlichkeit, die ja eigentlich 16,6 ist, man nennt es auch die erwartete relative Häufigkeit, also das, was es eigentlich sein müsste, da ja alle gleich wahrscheinlich sind, dass sich diese Zahlen ein bisschen diesem annähern. Wir haben schon zwei Werte, die bei der 16 sind. Der ist auch sehr nah bei der 16, der ist auch relativ nah bei der 16. Zwei heben sich noch ein bisschen davon ab, aber wir haben schon insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Zahlen, die zumindest vorne schon mal die 1 haben und mehrere, die in der Nähe von der 6 sind. Das heißt, man kann sagen, dass die relative Häufigkeit, je häufiger man würfelt, ich habe jetzt fast 200 Mal gewürfelt, sich der Wahrscheinlichkeit annähert. Das heißt, dieser Wert, den wir berechnen können, der hilft uns einzuschätzen, wie häufig kommen bestimmte Ergebnisse vor. Und du hast gesehen, am Anfang, wenn ich sehr wenig würfle, die Abweichung noch relativ groß, dann kann es sein, dass 1 nur 5%, als 1 hat es noch 50%. Das kann durchaus passieren. Je häufiger man würfelt, desto gleicher werden die. Und die Abweichungen, die man hier hat, zum Beispiel zwischen der 4 und der 6, wenn du dann, das kann natürlich sein, dass die jetzt zum Beispiel 20 Mal häufiger auftaucht. Das wird auch später passieren. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel viel häufiger würfle, zum Beispiel 10.000 Mal, dann bleibt dieser Abstand ungefähr gleich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel 20 Unterschied zwischen diesen beiden Zahlen habe und 20 geteilt durch 10.000 rechne, dann sind das mal gerade 0,02 und dann sind das maximal 0,2%, wenn der Abstand ungefähr gleich bleibt. Das heißt, hier vorne sieht man den Abstand dann gar nicht mehr in der Prozentzahl, der ist dann irgendwann nur noch hinten. Und diese Werte werden dann sehr nah alle bei 16 sein. Das heißt, in diesem Video hast du gelernt, dass die absoluten Häufigkeiten einfach die Zahlen sind, wie häufig die vorkommen. Die relative Häufigkeit ist
die absolute Häufigkeit geteilt durch die Anzahl insgesamt. Wenn du mal 100 rechnest, bekommst du die Prozentzahl raus. Die Wahrscheinlichkeit rechnest du aus, indem du bei einem Zufallsversuch wie diesen hier 1 durch die Anzahl rechnest, die Anzahl, die möglich ist an Ergebnissen. Und hier habe ich 6 Seiten, also rechne ich durch 6. Und das Letzte, was du mitnehmen kannst, ist, dass sich die relativen Häufigkeiten der Wahrscheinlichkeit annähern, also der Zahl, die wir erwarten.